Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Fallapfelbaum Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge war es ja sehr ereignisreich. Frieda ist gestorben und dann zurückgekommen. Gott sei Dank haben wir diese passende Gelegenheit für Barschi bekommen. Und jetzt haben wir einen Geist in der Familie. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass Frieda zu uns zurückgekehrt ist. Es sieht immer noch ziemlich heartbroken aus, muss ich sagen. Ja, sein Herz ist auch immer noch gebrochen. Jetzt muss ich mal gucken. Aber okay, sie werden immer noch, sie sind auf jeden Fall immer noch verheiratet. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, wie sich das jetzt auf ihren Beziehungsstatus ausgewirkt hat, aber es ist wohl alles beim Alten. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann könnt ihr zusammen jetzt nach Hause fahren mit eurem tollen Auto. Oh, warum wird mein Haus hier nicht angezeigt? Excuse me? Da ist es. Fahrt doch mal nach Hause. Hier hingehen mit Verena Haugland. Genau. Wie traurig hier aussieht. Das ist so schlimm. Okay, so. Wie sieht es denn beim Rest aus? Ich habe euch alle so ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Ich konnte nur noch an Frieda denken. Ronja steht hier draußen. Im Regen und lässt sich voll regnen. Okay, cool. Vielleicht sollten wir erstmal zu Abend essen. Ich habe den Eindruck, dass sie vielleicht alle ein bisschen Hunger haben könnten. Was haben wir denn? Wir haben noch klebrige Carbonara. Perfekt. Oh! Stimmt, ich hatte ja in der letzten Folge auch so eine Gelegenheit mit Birk angenommen. Er muss den Verschlussmechanismus reparieren. Vom Gefängnis. Ah ja, okay. Ja, das machen wir nach dem Abendessen. Jetzt könnt ihr euch erstmal alle... Ah ja, okay. Aaron arbeitet noch, das ist in Ordnung. Aber dann können alle, die jetzt gerade noch zu Hause sind, sich schon mal was zu essen holen. Ich hoffe, wir haben genug. Linnea, warum kommst du nicht in die Küche? Linnea, komm mal hier rüber. Hoffentlich geht uns jetzt nicht das Essen aus. Das ist meine größte Angst. Och, es ist wirklich nichts mehr da. Okay, ja, dann gibt's halt Waffeln, ne? Ich will ja nicht so sein. Und ich glaube, dieses Ding hier ist schon wieder kaputt. Kann das sein? Ja. Draußen geht's ab. Eigentlich kann Birk das noch schnell reparieren. Wie ist denn? Ach, das wünscht er sich eh. Stereoanlage, vertraue nur Vinyl von geheime Boheme reparieren. Okay. Das machen wir. Er ist erst Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Ja, dann tut ihr das ja ganz gut. Warum wird es eigentlich weniger laut, wenn ich aus dem Haus rausgehe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Null. Wie lange muss Ara noch arbeiten? Bis 21 Uhr, dann kannst du danach nach Hause kommen. Frieda und Barschi, sind die schon da? Habe ich euch nicht aufgetragen, nach Hause zu kommen? War da nicht was? Oh, das ist hier super süß. Mann, ich habe so Angst, dass Barschi jetzt stirbt. Ich wollte eigentlich jetzt noch nicht mit ihm nach China, sondern ich wollte warten, bis Frieda wieder ein Mensch ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir so viel Zeit haben. Da bin ich mir echt nicht sicher. Aber theoretisch, wir brauchen ja eine Lebensfrucht. Die muss auf jeden Fall Birk wahrscheinlich rankommen. Er ist Level 4. Und ich weiß nicht genau, auf welchem Level wir die Lebensfrucht bekommen. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja, wir werden sehen. Wenn du fertig bist, auf jeden Fall mit der Serienlage, kannst du da mal zum Gefängnis rüberfahren und das reparieren. So, ihr beiden. Händchen halten. Oh Gott, das ist so süß. Ich kann es eigentlich jetzt gerade nicht unterbrechen. What? Excuse me? Warum lehnst du das denn ab? Bist du dumm? Hast du was gegen Geister? Ach, Barsch hier. Ruinier doch nicht schon wieder alles, bitte. Du bist so anstrengend. Okay, komm. Geht nach Hause. Das wird hier nichts. Ach, jetzt wird das Haus wieder nochmal angezeigt. Das ist ja weird. Naja, gut. Also, ihr beiden geht jetzt bitte nach Hause. So, ich gehe mal rüber und passe auf, dass sie das auch wirklich machen, was ich ihnen aufgetragen habe. Wie sie schwebt. Oh, sie schwebt einfach. Oh, okay. Alles klar. Hä? Wo ist das Auto? Ist Barschi jetzt ohne sie gefahren? Was? Hä, hey, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist Barschi jetzt... Barschi, warum gehst du nicht nach Hause? Geh nach Hause. Hä, hey, jetzt funktioniert's oder was? Nee, hä? Stand er da an einer komischen Stelle? Was war das denn? Hast du dein Auto wenigstens mitgenommen? Ja, immerhin etwas. Dann parken wir das mal ganz kurz. Oh, und Frieda muss jetzt nach Hause schweben. Das ist ja ätzend. Ich meine, du könntest auch...
Ja, ich wusste nicht, dass sie so weit oben fliegen können. Sag mal, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, oder? Sie schwebt einfach hier über den Bäumen rum. Ich meine, es sieht sehr, sehr schön aus, die Kulisse mit den Herbstbäumen, aber. Also, nimm doch ein Taxi, komm. Das dauert ja ewig sonst. Wo bist du denn? Frieda? Frieda? Ach, da ist sie. Was tust du denn? Ja gut, irgendwann wird sie schon zu Hause ankommen. Es birgt schon auf dem Weg zum Regierungskomplex, ja. So, dann gucken wir nochmal zu Hause nach dem Rechten. Sie fliegt einfach nach Hause. Ist natürlich auf jeden Fall besser fürs Klima und für die Umwelt, ne? Wie geht's dir so, Bashir? Bitte stirb nicht, okay? Bitte bleib noch ein bisschen am Leben, ich brauche dich noch. Weil wir könnten, es gibt ja diese Fitness-Gelegenheit, nicht Gelegenheit, diese Herausforderung. Genau, Marathonläufer. Marathonläufer müssen mindestens 500 Kilometer laufen, um sich diesen Titel zu verdienen. Wenn sie diese unglaubliche Leistung jedoch zustande bringen, werden sie mit einem gesünderen und längeren Leben belohnt. Wir haben bisher 58 Kilometer. Okay, ich verwerfe die Idee. Ich dachte, wenn wir das erfüllen können, dann lebt er vielleicht länger, aber bis wir das geschafft haben, ist er wahrscheinlich schon an Erschöpfung gestorben. Okay, was machen denn die Drillinge? Nils liest ein Buch in seinem unfassbar schicken Sportoutfit. Was macht Linnea? Oh, Linnea liest auch ein Buch, das ist wahr zu erwarten. Und sie wird von Lilly beschnüffelt. Und Ronja spielt Computerspiele, alles klar. Wann ist denn jetzt eigentlich der Abschlussball? Ich kann mir das nie merken. Da kommt immer diese Meldung, aber dann klicke ich die mal weg und dann weiß ich wieder nicht, wann der ist. Na, ihr beiden? So cute! So cute! Oh Gott, ich dachte jetzt schon... Boah, ich dachte schon, Barsche stirbt jetzt. Aber er will nur mit ihr sprechen, okay. Ist Frieda zu Hause angekommen? Ach, Frieda. Hä, ist sie jetzt... Ist sie jetzt im Boden? Was... Was geht denn hier gerade ab? Also entweder ist es gerade hart verpackt oder sie genießt es einfach extrem, ein Geist zu sein und durch Wände gehen zu können und durch den Boden. Oh, jetzt sind wir im Reitcenter. Was passiert denn? Wisst ihr was? Ich glaube vielleicht... Nee, ich warte ab, ob sie von alleine nach Hause kommt und dann kann ich sie ja immer noch zurücksetzen. Und Aaron ist fertig in Arbeit. Heute ist eine Menge Essen übrig geblieben und dein Chef hat dir eine extra Portion Schokomandeltart mitgegeben. Und? Oh, er wurde... Nimm mich mit. Du bist aber schnell unterwegs mit deinem Ford Focus. Also, er ist jetzt ein Chef de Partie. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Die Zeit ist reif und endlich darfst auch du dein Glück am Herd versuchen. Hallo, Wand. Als Jungkoch bist du für die Zubereitung aller möglichen Speisen zuständig, aber falls mal etwas schieflaufen sollte, trägst du allein die Verantwortung. Die jetzt in der Küche war noch nie so heiß und wenn du nicht Acht gibst, könnte das Ganze schnell in einer ausgemachten Katastrophe enden. Okay, perfekt. Und Birk ist auch fertig. Dann kannst du jetzt... Ach, habe ich ihm schon gesagt, dass er nach Hause kommen soll. Perfekt. Perfekt. Die Polizei und die ganze Stadt kann aufatmen, denn du hast es geschafft, den Mechanismus zu reparieren. Damit hast du den Bürgern einen großen Dienst erwiesen und erhältst zum Dank einen großzügigen Geldbetrag. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, und Aaron wünscht sich jetzt, Level 8 der Gastronomiekarriere zu erreichen. Und er möchte Shang Simla besuchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn mitnehmen möchte. Aber du kannst jetzt mal ins Bett gehen, Aaron. Wie sieht's bei den anderen aus? Bashi, du kannst eigentlich auch pennen gehen. Wobei, es ist noch nicht mal 10. Was machen wir denn mit dir, Bashi? Komm, wir trainieren noch ein bisschen deine Kampfkunstfähigkeit hier, damit wir dann gerüstet sind für das große Turnier in Shang Simla. Möchte Frieda brillantes Gemälde malen, einen Science-Fiction-Roman schreiben, etwas verbessern. Bist du dann schon zu Hause angekommen? Fliegst du gerade durch den Stein? Wo bist du? Ich kann sie nicht sehen. Oh, ich glaube, sie ist schon wieder... Oh. Hä, hey, Moment mal, was ist denn hier mit der Straße? Irgendwas ist hier gerade komisch. Ich bin verwirrt. Was ist denn mit den Texturen? Okay. Oh, sie ist tatsächlich zu Hause angekommen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ah, oh, da müssen wir jetzt eigentlich kurz mit Birk reden, wenn der hier schon so steht.
Können wir ihn umarmen? Warum können wir ihn denn nicht umarmen? Ja, dann bewundere seine Geschicklichkeit mal. Was für eine freundliche Reaktion. Ihm wird schlecht und dann rennt er weg. Okay, ja, dann hol dir Pfannkuchen. Birk, was machst du? Weißt du was, Birk? Geh ins Bett. Geh ins Bett. Vielleicht musst du dich erstmal richtig ausschlafen. Die Drillinge. Soll ich die ins Bett schicken? Morgen ist Montag. Ja, komm. Hier schläft, glaube ich. Nee, da schläft. Ich kann mir nicht merken, wer in welchem Bett schläft. Hier schläft Ronja. Hier schläft Linia. Nils schläft. Ja, das wenigstens kann ich mir merken. Und wie geht's hier voran? Was bist du denn jetzt schon für ein Level, lieber Marsch hier? Level 7. Das ist eigentlich echt gar nicht so übel. Ups. Was hast du denn schon? Ah, die Schnellerlernerbelohnung haben wir schon. Und die böse Hormontherapie, die ich nie hätte kaufen sollen. Das war eine unfassbar schlechte Idee. Oh, Barsch hier. Mit dir müssen wir noch ein bisschen soziales Kompetenztraining machen, glaube ich. Das ist gar nicht gut. Okay. Ich denke, es ist jetzt spät genug, dass ich dich ins Bett schicken kann, damit du morgen fit bist und an deinen Fähigkeiten arbeiten kannst. Und du solltest auch ins Bett gehen, Frieda. Oh, ist das süß, wie Ringo neben ihr schläft. Komm. Komm, wir gehen auch ins Bett. Und ich hoffe, dass die beiden sich nicht beschweren, wenn sie in einem Bett schlafen müssen, wenn Barsch heute so unfassbar unfreundlich war. Unglaublich. Unglaublich. Anstatt er sich freut. Sie geht einfach durch die Wand. Ich glaube, das ist normal für Geister, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich spiele selten mit Geistern, wenn ich ganz ehrlich bin. Na gut. So, dann habt mal eine gute Nacht. Yay, es ist Montag. Wer freut sich nicht darüber, an einem Montagmorgen um 5 Uhr aufzuwachen und dann zu wissen, man muss bald weg? Wunderschön. Na gut, Nils ist auf jeden Fall... Nils freut sich auch mega. Nils ist als erster aufgewacht. Du darfst jetzt erstmal duschen gehen. Und er möchte einen Geist sehen. Du, diesen Wunsch kann ich dir erfüllen. Gar kein Problem. Ich hoffe, wir haben jetzt noch genug... Ja, wir haben noch Pfannkuchen. Oh, was ist Linnea denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Wer lieber nicht ihre rebellische Seite kennenlernen möchte, sollte sich heute von ihr fernhalten. Ausgerechnet Linnea. Ich sehe das ja nicht so, hier dieses Rebellentum bei ihr. Sie sieht auch sehr glücklich aus, wenn ich ehrlich bin. Aber sie möchte die Schule schwänzen. Ja, warum eigentlich nicht? Das können wir... Wir haben das ja schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Aber wir probieren es heute einfach nochmal. So, du kannst dir auch Pfannkuchen holen. Und ist Aaron schon wach? Aaron, du bist ausgeschlafen. Steh doch auf und sorge mal für Nachschub. Geritte Käse. Und ich muss Birk wecken. Birk muss ja arbeiten. Upsi. Hätte ich fast vergessen. Guten Morgen. Ach nee, das ist Aaron. Er sieht aus, als hätte er mega Bock auf Montag. auf was wartest du, Aaron? Ach, Birk. Birk. Geh duschen. Auf was genau wartest du, mein Freund? Auf nichts. Okay. Alles klar. Ah, Ronja ist auch aufgewacht und füllt jetzt für irgendeinen von den Hunden erstmal den Napf auf. So wunderschöner Gesang. So wunderschöner Gesang. Okay, so. Wann musst du das morgen... Excuse me? Wann müssen wir los? Um 8. Ja, da haben wir noch easy Zeit zu frühstücken. Ronja, hol dir mal Pfannkuchen. Ach, das war eh dein Plan. Okay, sorry. Sorry. Wie sieht's bei den... Oh, Frieda badet. Kannst du überhaupt baden als Geist? Ich frage für einen Freund. So, und Barsch hier kann auch sich Pfannkuchen holen. Komm, alle kriegen Pfannkuchen. Eigentlich ganz entspannt heute, dieser Montagmorgen. Alle sind rechtzeitig aufgestanden, alle kriegen Frühstück. Ich fasse es gar nicht. Aus jeder Ecke kommt Gesang. Schaut euch diese Skills an. Schaut euch seine Skills an. Okay. Vielleicht ist allerdings gerade auch irgendwas schiefgegangen. Okay. Oh, der 7 Uhr Morgenslag. Wie schön, dass er uns wieder beehrt. Der Schulbus kommt um 8 Uhr und... Ach nein, ich habe schon wieder vergessen, das Essen aus Aarons Inventar zu holen. Ich hatte wirklich gern diesen Kuchen gegessen, Mann. Schade, schade. Schade Schokolade, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, stell ihn doch nicht da ab. Oh, wie lecker das aussieht, Leute. Wie lecker das aussieht. Bin natürlich immer noch nicht fertig mit der Übersetzung, ne? Das ist unfassbar. Ich könnte schon 5-mal fertig sein einfach. Aber okay. Aber ich glaube, wir haben wirklich... Jeder
hat genug Zeit, um zu futtern. Das ist ziemlich nice. Haben wir noch Pfannkuchen für Frieda? Ja. Wahnsinn. Richtig gut. Aber Birk. Birk habe ich vergessen. Birk, geh schnell frühstücken, damit du noch was zwischen den Kiemen kriegst hier, bevor du los musst. Okay, der gerillte Käse ist auch fertig. Das läuft ja alles wie im Schnürchen heute. Frieda. Oh. Hä, wieso reagierst du denn so angewidert? Das ist deine Mutter. Freu dich doch halt einfach, dass sie wieder da ist. Unglaublich, oder? So viel Aggression und Disgust. Was ist denn los mit dir? Oh Gott, okay. Barschi, mach dich nützlich. Komm, stell das mal hier in den Kühlschrank. Und dann, ekelhaft. Kannst du hier das Bad benutzen? Ach, und Linnea. Mit Linnea müssen wir uns jetzt absetzen, ne? Was machen wir denn mit Linnea? Wohin würde Linnea gehen, wenn sie die Schule schwänzen möchte? Wahrscheinlich in die Bibliothek. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass sie es auch tatsächlich tut, damit das nicht so endet wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht mehr, wer da die Schule schwänzen wollte, aber vielleicht war es Ronja. Wir gehen nicht zur Schule, wir schwänzen heute. Ich meine, ich wollte gerade sagen, sie kann sich das leisten, aber... Ja gut, wir haben auch noch 8 Tage bis zur Alterungszeit, also... Wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir in den Schulbus einsteigen, aber in Wahrheit laufen wir durch. Nee, okay. In Wahrheit lassen wir uns von ihm überfahren. Obviously. So, Birk ist auch auf dem Weg zur Arbeit, das ist sehr, sehr gut. okay, so, dann macht sich Linnea jetzt auf den Weg in die Bibliothek. Ich mache kurz ein Foto von ihr, weil das sieht so schön aus mit den Blumen im Hintergrund. Diesen, was auch immer das für Bäume sind, aber es ist sehr, sehr dekorativ. Und dann gucke ich mal, wie die Lage zu Hause ist. Was machen wir denn heute mit dir, Frieda? Hm? Was machen wir? Sie möchte malen. Ja, du. Oh, sie hat ihren eigenen Grabstein sogar im Inventar. Das ist sehr interessant. Ach so, es sind jetzt alle Staffeleien gerade belegt, ne? Ist natürlich blöd. Ha. Ja, weißt du was, dann kannst du heute dir deinen Tag selber einteilen. Und mit dir, Barschi, habe ich auch große, große Pläne. Was machst du so, Aaron? Aaron, du könntest schon mal dafür sorgen, dass wir später Mittagessen haben. Wir müssen deine Kochfähigkeit erhöhen. Mach mal, wir machen Spaghetti. Wie sieht es denn aus mit deiner Kochfähigkeit? Level 6, das ist nicht so übel. Aber das muss schon noch ein gutes Eck besser werden. Oh, aber er ist auch schon Level 5. Jetzt der Gastronomiekarriere. Nicht schlecht. Und danach malen wir ein bisschen mit dir, damit dann für Frieda eine Staffelei frei wird. So, und Barschi darf ich jetzt mal ganz kurz fertig duschen. Und dann, mein Freund, was machen wir dann zuerst? Eigentlich macht das, glaube ich, am meisten Sinn, wirklich zuerst an der Kampfkunstfähigkeit zu arbeiten, oder? Andererseits werden wir die ja auch in China dann verbessern. Aber wenn wir vorher schon eine gute Fähigkeit haben, dann ist auch unsere Chance höher, dieses Turnier zu gewinnen. Und ich will es unbedingt gewinnen. Ich weiß nicht, was man dann gewinnt, aber ich möchte es gewinnen. Mit Brille natürlich. Sieht schon nicht schlecht aus, was er da macht. Ich hätte gern ein cooles Bild von ihm, wie er gerade tritt. Komm, tritt nochmal, Barschi. Du machst mal den gleichen Move. Na, sieht nicht so cool aus. Na, okay, was soll's. Frieda liest sein Buch. Aaron. Oh, Aaron, hast du schon fertig gekocht? Ich fand die von mir an meinen Kopfhörer. Dann stell das doch gerne hier auch. Ah, nee, wir können es auch noch verfeiern. Halt die Klappe, Ringo, was willst du? Es ist jetzt schon wunderbar, aber wir verfeiern es jetzt einfach noch und gucken mal, wie viel wir da noch rausholen können. Musst du heute arbeiten? Ja, 15 Uhr, alles klar. Stell das mal weg. Okay, was ist es jetzt geworden? Ausgezeichnet. Und dann gehen wir malen, damit wir diese Gelegenheit endlich abschließen können. Wir malen erstmal das hier fertig. Glaube ich, das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Und dann kann Frieda nämlich auch mal wieder eine von ihren eigenen Staffeleien benutzen. Wie sieht es bei den anderen aus? Ah ja, genau. Ach so, ich sollte vielleicht diesen Wunsch hier einloggen, ne? Dann lösche ich einen von den Lilly-Wünschen. Genau, dann kann Linnea diesen Wunsch erfüllen. Und die anderen beiden können eigentlich neue Freunde finden. Wenn da noch Leute sind, die man kennenlernen kann. Ich weiß es nicht. So, und ich gucke jetzt mal rüber zu Linnea in die Bibliothek, was sie da so treibt. Was machst du denn da?
Sprengfalle platzieren, gruseliger Computer. Oh, sie sieht immer auch, also sie hat schon so ein bisschen Hexennase, oder? Na, wobei von der Seite nicht so sehr, aber von vorne sieht die so spitz aus. Was treibst du denn hier? Das passt gar nicht zu dir. Das passt gar nicht zu dir, liebe Linnea. So, eigentlich wollte ich ja mit dir hier lesen und Fähigkeiten aufbauen oder so. Oh Gott. Schaut euch das an. Schaut euch diesen Gesichtsausdruck an. So gut. Richtig bösartig einfach. Was sie da schon wieder ausheckt. Okay. Du darfst das gerne jetzt fertig machen. Dann sollten wir uns vielleicht ganz kurz eine Toilette suchen. Wo war hier nochmal die Toilette? Gab es hier überhaupt eine Toilette? Ja, hier gibt es Toiletten. Oh, Projekt Lernen und Arbeiten. Für Ronja. Ein paar lokale Arbeitgeber haben sich bereit erklärt, Schülern die Chance zu geben, ein wenig in die Berufswelt hineinzuschnuppern. Du hast die Möglichkeit, am Standort Van Gold, Warenhaus und Café zu arbeiten. Du kannst hier etwas Geld verdienen und gleichzeitig deine Schulleistung verbessern. Das machen wir. Was sind jetzt hier die Damentoiletten? Nee, das regt mich immer so auf, dass ich nicht weiß, welches die Damentoiletten sind. Ach, da... Ah, nee, doch. Okay, ich dachte gerade, das könnten alle benutzen. Hier haben wir mal eine Farbe vergessen. Okay. Dann gehen wir kurz auf die Toilette. Und dann... Sie wünscht sich ja die Fähigkeit, Geschicklichkeit zu lernen. Deswegen... Wo waren nochmal die Fähigkeitenbücher? Habe ich die hier oben reingeräumt? Nein. Wo habe ich die hingetan? Sind die da? Ja, gut. Dann machen wir das nämlich. Dann kommt hier wenigstens noch was Produktives bei rum. Perfekt. Barschi trainiert noch. Frieda liest ein Buch. Wo, sie möchte ein Boot kaufen. Aaron ist fast fertig mit seinem Gemälde. Ich bin echt schon sehr gespannt, wie das dann vom Wert her sein wird. So, Birk müsste heute befördert werden. Hey, wir haben so viel Geld. Eigentlich müssten wir echt mal wieder das Haus umbauen. Linnea schwänzt die Schule. Oh, aber das ist echt ein bisschen blöd, dass hier die Toiletten so weit unten sind, finde ich. Da muss man so weit gehen. Ich glaube, das muss ich mal umbauen. Weil ich nicht weiß, ob sich das jetzt noch großartig lohnt, wenn ich ehrlich bin. Aaron hat eine... Was? In China um die Wette rätseln? Eigentlich könnten wir das machen. Eine Gruppe Hobbyrätsler übt im Theater für einen Wettbewerb. Dabei geht es darum, unter Anwendung von Logikfähigkeiten Rätsel zu lösen. Die Gruppe hat von deinem Talent gehört und will, dass du in China gegen die Besten antrittst. Du kannst deine Logikfähigkeiten verbessern und einen Geldpreis gewinnen. Ja, eigentlich müssen wir das fast annehmen, oder? Wenn wir ihn nach China fahren bald. So, genau. Aaron hat sein Gemälde fertiggestellt. Linnea schwänzt immer noch die Schule. Nils hat alle seine Klassenkameraden kennengelernt. Kannst du mit ihnen jetzt sprechen? Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, und Aaron möchte jetzt die Malereifähigkeit perfektionieren. Sieht schon cool aus, was sie hier so gemalt hat. Dann lösche ich jetzt mal den Wunsch. Und wir nehmen uns das. Und dann kannst du eigentlich gleich weitermalen. Und Frieda kann, oh, Frieda sollte vielleicht auf die Toilette gehen. Oh, das macht sie eh gerade schon. Okay. Oh, hat sie gerade mit Lilly gespielt. Das ist so süß. Das ist so süß. Ach, Lilly. Nein, warum hat sie da jetzt hingepisst? Ah. Aus schon für nicht zerstörerisch sein, was? Hey, wo kommt das Wasser denn her? Das ist ja weird. Das ist echt komisch. Oder liegt es an ihr? Aber sie ist ja keine Chaotin, oder? Nee. Komisch. Keine Ahnung. Du kannst jetzt auf jeden Fall hier rüber gehen. Über Fische, Dünger und Roboter. Die Stadtratsmitglieder lesen ständig in Wissenschaftszeitungen von deinen Experimenten in der freien Wildbahn. Fortschritte in der Landwirtschaft und neuen Erfindungen in der Robotik. Jetzt möchten sie Informationen aus erster Hand. Begib dich schnellstmöglich zum Rathaus, um einen Vortrag über die Experimente des Institutes zu halten. Dann bekommst du eine Gehaltserhöhung. Das machen wir auf jeden Fall. Oh nein, ich stehe neben allen. Ich möchte, dass du einfach ein großes Gemälde malst. Dankeschön. Aaron hat noch eine Stunde Zeit, ne, bevor er nach Hause muss. Perfekt. Und wann können wir den Vortrag halten? Wann können wir den halten? Zwischen 15 und 18 Uhr. Und wann bist du fertig? Um 14 Uhr. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht nach Hause gehen, ne? Na gut. Ups, was habe ich jetzt angeklickt? Ich wollte eigentlich zu Linnea gucken, wie es hier vorangeht. Oh, sie hat den Fähigkeitenpunkt schon fast erreicht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Yay, we did it. Perfekt.
Jetzt möchte sich jemanden verprügeln. Ich weiß nicht, Linnea, ob das so dein Ding ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir verprügeln lieber niemanden. Was meinst du? Können wir schon es riskieren, nach Hause zu gehen? Ich meine, theoretisch hat sie bis 14 Uhr Unterricht. Und wir sind echt nicht so lange, so weit von zu Hause entfernt. Aber es müsste eigentlich machbar sein, dass niemand merkt, dass wir nicht in der Schule waren. Hoffe ich. Und dann müsste eigentlich gleich der Wunsch verschwinden. Oh, alle Teenager in deinem Haushalt unternehmen morgen einen Ausflug an den Ort Wolfsheim Hospital und Forschungsinstitut. Ja, ist okay. Okay, Birk ist fertig mit der Arbeit. Yay, und wir haben den Wunsch erfüllt und jetzt möchte sie sich die Haare färben oder schneiden. Und einen Teenager beleidigen. Ich möchte niemanden beleidigen. Was soll das denn? Linnea, reiß dich mal zusammen. Du kannst dich nicht so benehmen. Das entspricht überhaupt nicht deinem Naturell. Wie auch immer, vielleicht schneiden wir ihr tatsächlich dann in der nächsten Folge die Haare, wenn sie sich das so unbedingt wünscht. Das war's erstmal für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, könnt ihr mich unterstützen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!